Die Systemchecks sehen gut aus. Wir müssen die Formation halten und damit anfangen, das Auto auf Betriebstemperatur zu bringen. Belaste die Reifen und die Bremsen. Schließlich sollen sie am Ende der Runde warm sein. Stabil aus. Wir erwarten momentan keinen Regen. Halte die Startampel im Auge. Die Start. Bereite dich aufs Kuppeln vor. Vorsicht auf der gesamten Strecke. Das Safety Car ist draußen. Behalte das Delta im Auge. Wir müssen es positiv halten, um eine Strafe zu vermeiden. Langsamer werden und positives Delta beibehalten.
das Tempo leicht. Wir müssen uns dem Auto vor uns auf bis zu 10 Wagenlängen nähern. Safety Car kommt in dieser Runde rein. Machen wir uns wieder für das Rennen bereit. Wenn das Feld beschleunigt, denkt daran, dass bis zu den grünen Flaggen Überholverbot herrscht. Safety Car kommt in dieser Runde rein. Zum Teamkollegen liegt bei 3,7 Sekunden. Thank you.
DRS jetzt aktiviert. DRS ist jetzt aktiviert. Zum Auto vor dir beträgt 1,6 Sekunden. Fährt der Wagen hinter dir jede Runde etwa eine Sekunde schneller. Zeiten deines Vordermanns sind eine Sekunde schneller als deine.
Position verloren. Wir sind um einen Platz zurückgefallen. Abstand zum Teamkollegen 13,6 Sekunden. Dein Frontflügel hat etwas abbekommen. Scheint nur geringfügig zu sein, aber geh es etwas ruhiger an, um das Problem nicht zu verschlimmern. Ziel ist plus 1. Schnellere Motoreinstellungen sind verfügbar. Zustand. Der Abstand zum Auto vor dir beträgt 2,3 Sekunden. We'll be right back.
Boxenstoppfenster. Du wirst mit weichen Reifen weiterfahren. Unser Abstand zum Teamkollegen beträgt 8,6 Sekunden. Unser Abstand zum Auto vor uns beträgt 3,1 Sekunden. Zeitstrafe erhalten, die mit der Gesamtrennzeit am Ende verrechnet wird. Box, wir kommen diese Runde rein. Pass auf, der Wagen hinter dir hat frischere Reifen. Frischere Reifen hinter dir. Okay, der Abstand zum Vordermann beträgt 4,4 Sekunden.
Los, fahr jetzt! Das war unser letzter Boxenstopp. Keine Boxenstopps mehr geplant. Flagge. Zum Hintermann beträgt 6,9 Sekunden. Es auf P9 geschafft. P9. Zum Auto vor dir beträgt 6,3 Sekunden. Thank you.
schlagen vor uns ein, aber vergiss nicht, dass diese Reifen bis zum Schluss durchhalten müssen. Vergrößerst die Lücke zu deinem Hintermann um etwa eine Sekunde pro Runde. Abstand zum Auto vor dir beträgt 8,9 Sekunden. Abstand zum Teamkollegen liegt bei 24,6 Sekunden. Runden kommen wir mit dem Benzin noch aus. Unser Abstand zum Auto vor uns beträgt 11,8 Sekunden.
Sei vorsichtig, wir vermuten, dass du bald etwas an Grip verlieren wirst. Etwa 3 Runden kommen wir mit dem Benzin noch aus. Du verlierst pro Runde 1 Sekunde auf deinen Hintermann. 1 Sekunde. Der Abstand zum Vordermann beträgt 11,3 Sekunden. Abstand zum Teamkollegen 26,5 Sekunden. Benzin für 1 Runde. Das ist deine letzte Runde, die letzte Runde des Rennens.